So, ich könnte mir doch eigentlich mal hier Tempomat schön auf 6 km/h und dann sollte ich das eigentlich. Morgen! Ich habe die mal rausgeholt, weil die waren da zerquetscht zwischen zwei Blechen. Weiß nicht, ob du überlegen willst oder kommt halt weg. Hoffe halt nur, dass der Ton jetzt da ist. Ich höre dich. Oh, ich meine Du meinst bei meinem Stream. Stream? Soll ich mal gucken? Gerne. Sag mal was. Jupp. Oh, ja. Du Alles bist klar. da. Alles klar. Kein Ich Scherz. glaube, ich bin auch da. Jetzt ist es kompliziert. Jetzt doppelt sich das alles. Ja, deswegen. Oh, genau. Bei wem bin ich jetzt gegen den Zaun gefahren? Ich habe so eine freundliche Kollegin. Eieiei. Die hat mir mitgeteilt, dass das Auto ein einziger Eisfahrer ist. Dass ich ein bisschen mehr Zeit brauche, um das So ein 1 und 1 möchte halt quasi, wenn ich eine feste IP haben will oder dass das von mir passiert, wo wollen sie sogar bei mir noch 10 Euro mehr haben. Da habe ich keine Lust drauf. Nicht extrem selten, aber gut. Ja. 1 und 1 halte ich überhaupt nichts von. Na, hatte ich. Ich war auch mal bei denen, ich habe nur Probleme gehabt. 1 und 1 wie keins, ne? Ich habe ja hier meinen Zuschauer Vodafone Support, der hat mir bis jetzt immer so geil geholfen. So, jetzt habe ich ja wieder die Rundballen da. Scheiße. Der Auftrag kann man vergessen. Wieso? Der wollte doch Gras haben, ne? Trocknet danach Wänden? Ne, presst zu Ball und bringt die Ballen dann. Ah, oh, doch, alles klar. Gut. Habe ich mir gerade selber ein Tor geschossen. Zwei km/h noch mal schneller fahren. Noch mal zwei. Also theoretisch kannst du mit den Ballen aufsammeln bis zu 5 km/h von Ballen zu Ballen fahren. Bis es Ich habe jetzt 12 km/h. So ein bisschen hin und her. Passt mir gerade. Trucker Lady, hallo. Auch einen schönen Feierabend. Ich habe gestern einen Raid gehabt, der hat auf der Haut Belleror vierfach Map gezockt. Und die muss ja so atemberaubend gewesen sein. Also. Also wie, es gibt die. Gibt's nochmal extra die Probe als vierfache Map? Okay. Die neue dann? Oder ist das, was ich jetzt wusste? Das weiß ich nicht. Was ist denn los? Wo hänge ich denn jetzt? Im Acht. Biberdamm. Also du kommst gar nicht mehr zurück, meinst du, oder? Sollte vielleicht mal das Allrad anschalten, dann wird's auch funktionieren. Och, Ali. Nein, Mama. Einmal mit Profis. Opa, dann nicht guten Abend, ich danke. Ah, jetzt habe ich. Profi wird alles mit Computer machen. Ein Knöpfchen drücke, dann fährt er von selbst. Guten Abend, ich danke dir.
wieder kalt. Ist heute kalt, ey. Dann so gut eigentlich und auch viel geschlafen, dass ich da damit relativ zufrieden war, bin. Aber heute müder als sonst, ey. Also es gibt Monate oder Wochen, da schlafe ich gerne aus, aber es gibt so wie jetzt die Tage, da halte ich von Ausschlafen sowieso irgendwie nichts. Wow, wieso macht ihr denn die Arbeitsstellung nicht weg? Ich bin extra gedruckt. Achso, vielleicht sollte ich. Ja, gut. Ja, jetzt kommt Stream Elements und sagt, ich bin, dass ich live bin. Hey, Superbot. Aber wie wird was sagen? Superbaby. Ich habe das Gefühl, ich sollte noch ein bisschen nach links fahren. So. Mai, wann habe ich eigentlich? Wir haben dann schon Juni bald. Mhm. Muss ich die ersten Sachen abernten? Muss ich überhaupt noch was mal? Gerste. Gerste dürfte dann erntebereit sein, was ich vorhin gesehen habe. Gut, habe ich aber nichts, glaube ich. Ich glaube, du darfst dann gleich nochmal einen Ballen haben. Kommt einer gratis zu dir runtergerollt. Oh. Okay, 20. Oh. So, jetzt soll ich. Okay, ich nehme mal nur mit. Oh, nein, hatte ich geschafft. Oder eigentlich ist doch. Ach, verdammt. Viel schlauer. Weil ich heute Morgen noch auf meiner Farm unterwegs war. Wie gesagt, beim Rasenmähen habe ich aufgehört. Und dann habe ich jetzt quasi heute Morgen noch die Quarterballen weitergepresst. Und. Ja. Hab da einfach mal F1 gedrückt und seit ich den Ballenzähler hab, sind es 443 Quarterballen überhaupt. Also ich wollte eigentlich dann wieder zurückstellen, weil durch das Feld, also das Feld, was ich da hab, generell kriegst du wirklich unterschiedliche Werte raus. Zweimal Rasen gemäht, also mit dem ersten und zweiten Schnitt. Und siehe da, kriegst du die doppelte Menge raus. Okay. Ballenzähler-Ding und so habe ich alles gar nicht. Ja, das. Bevor ich mir. Also, ich mache das vor allem mal so: ich gucke immer, dass ich mehr von diesen Control-Effekten habe. Also, das VCA, Kilometer, Betriebsrechneranzeiger, Betriebszähler, so rum, von der Maschine her. Mhm. Und dann gehe ich erstmal auf die ganzen Fahrzeuge, weil das ist das, was mich wirklich interessiert. Also. Ja, witzig, immer so verschiedene Ansätze auch zu spielen, das gibt, ne? Das ist gerade so das Faszinierende. Der eine fängt mit Winzer an zum Beispiel. Ich habe jetzt auf dem 19er, habe ich so wie auf dem 22er angefangen, erstmal die ganzen Standardfruchtsorten, Weizen, Gerste, Hafer und Co. Und dann hast du dich weiterentwickelt. So. Ja. Und beim Farming Simulator oder beim Landwirtschaftssimulator 2015, viele kennen die vielleicht noch, die Karte ist nämlich die UNA, UNA 2015. Da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, aus stinknormale Saat gebeizte Saat herzustellen. Also da hast du wirklich
Produktion bekommen oder gefunden, auf der Karte fest verbaut, aber es hat so einen Bock gemacht, also. Okay. Da war ich wirklich schon mehr als 12 Stunden dran, auf der Karte rumzueiern. Ja, die Zeit habe ich meistens gar nicht so lange, das zu machen. Ja. Also, aber ich. Die Zeit ändert sich, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich wäre froh. Was sagst du mit? Die Zeiten ändern sich. Also, ja. Wie gesagt. Wenn ich Tempomat eingestellt habe und dann von mir aus Gas gebe, dann geht er doch danach wieder in den Tempomat, ne? Ja. Also, der erhöht. Erhöht zwar der, die der wird nur nicht langsamer. Bernard Soul, guten Morgen. Hallo. Moin. Vielleicht ja Schlangenlinie, ey. Wir hatten dann noch eine andere Karte gehabt, die hieß Porta Westfalica. Und da hast du wirklich mit einer Fähre über Wasser fahren können, ne? Hat auch richtig Bock gemacht. Das habe ich davon Informationen, das habe ich schon mal von gehört. Weil es gibt ja jetzt irgendwie so eine, die, wo du die Titanic beliefern musst oder sowas. Okay. Sozusagen, du hast halt nur eine kleine Map und dann musst du alles halt machen. Wirklich, was die Titanic da braucht, um abzulegen oder irgendwie sowas. Geil. Das habe ich irgendwo mal gesehen, aber. Ja, es gibt schon geile Karten. Also, gerade vom Endplay da, die Vorstellung, wo er gemacht hat. Ja, hast du das gesehen? Die haben ja irgendwie so eine Challenge oder sowas jetzt gemacht. Habe ich bei Sascha, bei Randy auf dem YouTube gesehen. Okay. Ja, war schon. Irgendwie Maislabyrinth mit einem Trecker durchgefahren. Ach du Scheiße. Oh, jetzt habe ich dir den Ballen schon hochgelegt wieder, ne? Jetzt ist er hier wieder runtergerollt. Ständig. Einmal weit werfen. Hey, werfen geht irgendwie nicht. Also das Holzfäller mit Superstärke ist halt irgendwie seltsam. Da musst du Alt drücken plötzlich, kannst du das nicht standardmäßig einstellen. Okay. Da liegt noch ein Ball. Ja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie das dann mit dem Winzer wird. Also da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Vor allem die, ich habe gestern noch in dem Stream noch kurz die Fleischerei vorgestellt, ne, von Ikes. Die Verkaufsstation war noch dabei gewesen. Und das wollte ich alles nur noch zusammengepackt, Folge 12 reinschneiden. Ah, toll, genau. Fahr einfach weiter und liefer nicht ab. Geil. und hat. Oder die vom 19er war ja auch geil, wo Randy auch jetzt wieder, ich glaube vor 2 Wochen hat er die vorgestellt oder vor einer Woche, den Schlachthof, wo du so siehst, wie das so Schwein geschlachtet wird, so richtig schön die Animation dabei. Echt? Hm? Warte mal, ich kann da mal den Link schicken. Der ist richtig geil, das heißt, frisst zwar ordentlich, wenn du einen guten Computer hast, keine nicht zu viele Ressourcen, aber LS22 Schlachthof. So ist voll. Na ja. Schlachthof und Kantine, da ist es doch genau.
Genau. Genau. So, ups. Ich schicke das gerade mal bei dir in die Modliste rein. Oh, mal. Ich glaube, ich werde heute ein bisschen früher ausmachen. Ich bin echt irgendwie müde. Aber ich will eigentlich die Ballen hier noch fertig kriegen. Und das sollten wir fertig bekommen, Chat. Und ich glaube, dann gehe ich offline. So. Muss heute auch früher aufstehen. Meine Tochter hat Flöten. Jetzt sich die dahin bringen. Juhu, gleich sprüht er vor. Achso. Weil ich hatte eigentlich schon gedacht, dass er heute schon auf 6 Uhr wäre. Da habe ich mich doch ein bisschen zu früh gefreut. Der Server, was? Hm? Aber der springt nicht um. Ist doch jetzt schon 22 Uhr. Hm? Was ist jetzt los? Oder geht das ab 22 Uhr in einer Minute? 20:01 springt er dann vor. Aber wieso geht er nicht auf die zehnfache Geschwindigkeit? Das raff ich nicht. Geht immer erst eine Minute danach. Dann registriert das Ganze. Nee, ist er immer noch nicht. Okay. Muss, glaube ich, ausgestiegen. Ich darf in keinem Fahrzeug schalten und schalte neu. Oder? Wie war denn das? Ja. Schalt mal und schalt 8, 7. Hä? Wie heißt denn die Mod nochmal? Fast Night, genau. Oder sowas, ne? Weil nicht, dass ich das jetzt, weil. Umschalt 7, 8, 0. Fast Night 8, 0. Umschalt und 0, das habe ich doch. Umschalt 0. Und das ist das O. Nee. Hey, ich komme da gar nicht rein. Umschalt links und 0. Das ist nicht der Ziffer, nicht der Nummerierungsbaum. Aber dann muss ich Admin vielleicht sein. Ja, genau, das kann sein. Ja. Ab 20 Uhr zehnfach Autonachtskalierung an 20 Uhr auf 20 Uhr sogar zehn. Wahrscheinlich, weil du dann vorgebupselt bist. Aha. Jetzt verstehe ich, dann ist das dann dahin gegangen. Okay, da würde ich das dann in Zukunft dann lassen. Was war nämlich das dann? Ich glaube, du hättest dann nochmal schlafen, also müsstest du dann nochmal schlafen, dann wärst du morgens da wahrscheinlich irgendwo rausgekommen. Hm. Bis er das nächste Mal umschaltet. Kann ich schneller schon stellen? Ja, oder kannst du. Bist du? Kannst. Mach doch. Mach ich mal. Kannst ruhig bis 6 Uhr machen. Nee, ich mache jetzt einfach die zehnfache so Geschwindigkeit, wie das sein, wie ich das haben will, und dann passt mir das. So, jetzt brauche ich natürlich den Ballenwagen. Erstmal die ganze Sonntagsbeleuchtung da ausmachen. Ich habe gedacht, heute Morgen durch die Quaterballen da, die ich da gemacht habe, habe schon 14 Stück verkauft, wird's ja wieder bei 7.000, 8.000 Euro bekommen. Von wegen, ey. 6,5, mehr bekam ich gar nicht. Dann muss ich doch wohl mal mit dem Pappenheimer da nochmal reden. Ja, so. Ja, dieses. Eine Gelddruckmaschine ist echt Holz. Da kannst du in einem Spiel ja zum Millionär dich nach vorne arbeiten. Was mir gerade auffällt, ich bin so witzig, ich muss mal hier gucken, dass ich für irgendwas Geld bekomme. Sonst bin ich bald wieder im Minus.